Wir beginnen die erste heutige Sendung der Wissenschaftlichen Tagesschau heute mit einer aufwühlenden Dokumentation des Senders Arte. Man hat manchmal den Eindruck, Arte ist noch der letzte Fernsehsender, der sich noch wagt, in irgendeiner Weise auch Nachdenkliches zu bringen. Sozusagen allerdings natürlich mit der wie immer vorhandenen Einschränkung, solche reißerischen, nachdenklichen, erschütternden Dokumentationen werden natürlich auch nur deswegen gebracht, weil das Einschaltquote bringt, weil es Arbeit für Journalisten bringt. Also auch das ist wieder der frei sozial-marktwirtschaftlichen Verwertungslogik sozusagen unterlegen, so nach dem Motto, die Probleme sollten wir vielleicht am besten gar nicht verändern, denn sonst haben wir nichts mehr, worüber wir reißerisch berichten können. Also so auch da ist immer so, dass an wirklichen Lösungen, wenn man jetzt also denselben Journalisten also das Lösungsmodell der Next Scientists for Future.de anbieten würde, würden sie dankend abwinken, denn sie sind ja in Irrtümern gefangen, aufgrund derer sie dann jegliche Lösung ja ablehnen würden. Und im Hintergrund wirkt dabei natürlich das nicht bewusste Steuerungsprinzip, dass man doch nicht eine gute Story beenden will durch die Lösung des Problems. Ne? Eine gute Story. Wir haben jetzt seit 50 Jahren Skandalstories in allen Medien, 60 Jahren, 50 Jahren, eine Skandalstory nach dem anderen über die Fehlentwicklung unserer Kultur, die ja nur jetzt auffällig geworden ist, die ja in Wirklichkeit schon wahrscheinlich schon circa 400.000 Jahre läuft. Und ja, Schluck Wasser. Dick, dicker, fettes Geld. Fettleibigkeit zum Thema, ja, bei Arte. Ja, bei im Internet auch als Internetsendung erschienen, ne? Die Industrie ist im Irrtum. Ja, der Tenor der ganzen Sendung ist natürlich wieder der Anklage, ja, sozusagen. Ja, irgendwo gibt es die bösen Milliardärskönige, die mit Zucker, Salz und Fett sozusagen, es geht sogar die Leute umbringen, und es geht sogar so weit, dass vielleicht die in USA jetzt gerade, was da an Corona stirbt, in New York und so weiter. Das sind ja die Armen und die Dümmeren, und das geht sogar dahin, dass vielleicht sowas wie der Verdacht mitschwingt. Wollen die Neoliberalen die armen, dummen Afroamerikaner ausrotten? Denn die sagen ja immer, die Familien sollen doch selbst intelligent genug sein, das ganze Gebäude von Werbemanipulationen zu durchschauen und ihre Kinder davor zu schützen. Ja, und wenn sie halt nicht stark genug dafür sind, dann ist es ja vielleicht auch richtig, dass sie aussterben. Sowas schwingt mit als Kritik, ja. Aber das grenzt halt auch wieder an Verschwörungstheorien, ja, denn vielleicht ist es doch eben, wie die Wissenschaft sagt, alles ohne Absicht, ja, vielleicht ist es wirklich nur der Irrtum, ja, der Irrtum, der daraus besteht hier, dass eben der Händler, der sich nicht irrt, sondern in der Wahrheit ist und sagt, liebe Leute, ist nur naturbelassenste Nahrung, weil sonst, das bekommt euch nicht, ich liefere euch auch nur total naturbelassenes, ja. Und der hier sagt, nein, also mir ist es gelungen, ich kann euch die Sachen viel billiger verkaufen, ihr könnt auch satt werden mit viel weniger, also das ist also viel preiswerter herzustellen, in der Herstellung viel weniger Aufwand und so weiter. Hier meine Fertigprodukte, meine Kunstprodukte, meine industriell gefertigte neue Nahrung sozusagen. Und guck mal, wie toll die schmeckt mit all den späteren Geschmacksverstärkern und all diesen Chemikalien und so weiter, ja. Und wie ich letztens gehört habe, mit den Ausscheidungen, also mit der Kacke von Bakterien geschmacklich aufgepeppt und so weiter, ja. Schon lange bekannt sind ja die Stoffe, die also mit Pilzen als ich weiß nicht, das waren nicht Farbstoffe, ich glaube, das waren auch Geschmacksstoffe. Ja, genau, Geschmacksstoffe aus Pilzen und so weiter, ja. Ja, also
Das heißt also, der irrt sich. Und natürlich sind dann die ganzen die erfolgreichen Lebensmittelkonzerne voll mit Leuten, die sich die diese Irrtümer glauben und wirklich fest überzeugt sind, dass das alles nur Irrtümer sind, dass das alles die Wahrheit ist und dass ihre Produkte harmlos sind und dass eben die Leute, ja, und in gewisser Weise ist das gar nicht so falsch, denn die Konsumsucht ist eben das Problem, ja. Dazu komme ich dann gleich. Also hier so viel erst einmal die Beweisführung. Der, der sich irrt, hat den größeren Erfolg, hat eine größere Gewinnspanne, kann den hier auskonkurrieren und dann breitet sich seine Großfamilie an Nahrungshändlern aus mit Kunstprodukten, mit denaturierten Produkten, die giftig sind. Ja? Und dabei gleichzeitig die Überzeugung, dass diese Dinge absolut gesund seien und harmlos seien. Ja? Und jetzt gehe ich aber mal so im Text vor und nachher komme ich dann zur Konsumsucht, denn die Konsumsucht ist wirklich der Faktor, der nicht berücksichtigt wird, denn die Leute essen ja nicht nur, weil sie von der Nahrungsindustrie das Falsche angeboten bekommen und dadurch die Immunschwäche bekommen, aufgrund derer sie für Corona anfällig werden und die Vorerkrankungen bekommen, sondern sie essen ja auch diese Dinge, weil sie suchtkrank sind. Wir sind eine Suchtgesellschaft, weil wir einen Glücksmangel haben, einen Lebensqualitätsmangel. Da komme ich ja nachher gleich noch zu. Ne? Aber jetzt gehe ich mal hier im Text der Notizen weiter zur Arte-Sendung. Ja, die Industrie ist im Irrtum. Getreide und Zucker werden in der Sendung als die Dick- und Krankmacher gebrandmarkt. Das, was ich immer sage, Vorsicht mit Getreide. Ich nehme ja nur winzige Mengen von Haferflocken, kernigen Haferflocken, also Vollkorn-Haferflocken zu mir. Und auch da habe ich manchmal schon den Eindruck, das ist schon wieder fast zu viel Getreide. Ja? Denn Getreide und Zucker sind also wirklich die Dick- und Krankmacher. Und Getreide bedeutet Brot, Teigwaren. Alles, was mit Teig und Brot und zu tun hat, ist krankmachend und dickmachend. Das sagt hier Arte ganz klar. Getreide und Zucker. Ja? Brot wird ausdrücklich genannt als Krankheitsfaktor. Ja? Und das ist schon mal sehr fortschrittlich. Ne? Schön, dass Arte sich das traut. Ne? Es fehlt, ja, wie gesagt, das habe ich eben schon gesagt, das Verständnis von Sucht muss noch dazukommen, machen wir gleich. Ne? Ja, und die Zielgruppe sind die Ärmeren, ja, und das ist halt leider das Dilemma, da muss ich wieder sagen, also das ist wieder, wir haben ja eine totale Ablehnung überall der Gesellschaft gegen naturwissenschaftliche Wahrheiten. Wir wissen ja heute, dass wer ärmer ist, dass da eine größere Wahrscheinlichkeit ist. Es gibt bei Armen auch ein paar wenige Hochintelligente, das ist selbstverständlich. Aber es gibt bei Armen eben auch überdurchschnittlich viele, also sehr viele, deren genetisch bedingter Intelligenzquotientenanteil. Intelligenzquotienten werden ja auch zusammengesetzt aus einem genetischen Anteil und natürlich den Umweltfaktoren. Und in den Intelligenzquotienten fließt sicherlich auch die Anregung und Bildung ein und so weiter. Aber wir wissen ja eben, dass die Intelligenz manche sagen zu 80% varianzbestimmend sind, manche sagen zu 50% varianzbestimmend sind. Sozusagen auf jeden Fall gibt es bewiesen, sind sich alle Wissenschaftler einig, dass es einen genetischen Faktor, wie für alle anderen Sachen, wie Körpergröße und so weiter, auch einen erheblichen genetischen Faktor gibt. Und das bedeutet eben, dass die Ärmeren oft auch die intelligenzmäßig Dümmeren sind, ja, ohne Wertung, einfach nur eben, wenn wir nur klug nehmen und dümmer, klug und dumm, dann haben wir es eben mit den Dümmeren zu tun. Und die Dümmeren werden natürlich
Opfer, denn die sind die Zielgruppe. Arte sagt das auch ganz ausdrücklich. Die Armen sind die Zielgruppe, ja, weil die sich nicht wehren können gegen die Werbepropaganda, ja, und so weiter. Und weil man denen alles, jede Lüge erzählen kann, die haben ja keinen wissenschaftlichen Hintergrund und können deswegen diese Lügen nicht durchschauen. Und deswegen sterben die dann natürlich auch typischerweise, ja. Und die Neoliberalen im Stile eines Dr. Markus Krall, es wäre jetzt sicherlich zu weit gehen, wollte man unterstellen, dass die sagen, ist doch gut so, wenn jetzt die armen und dummen Afroamerikaner ausgerottet werden, jetzt durch mit Hilfe noch Corona, was jetzt quasi zu Zucker und Getreide und der freien Werbung und dem freien Markt und der freien Totalvergiftung der Afroamerikaner kommt jetzt noch ein bisschen Corona als das Tropfen, dass das Fass zum Überlaufen bringt dazu, und dann kann das natürlich sein, dass die jetzt dann anlässlich Corona, also mit Corona sterben, aber letztendlich wegen der freien sozialen Marktwirtschaft. Es gibt nur eine Krankheitsursache, die freie soziale Marktwirtschaft. Ja? Und schauen wir weiter, also wir sollten eben da auch nur sagen, also Dr. Markus Krall als Chefideologe des Neoliberalen, der irrt sich einfach nur. Das ist einfach auch nur wieder ein Wissenschaftsmangel, ne? Und das ist keine böse Absicht. Der will uns nicht umbringen, nicht alle Armen ausrotten und nicht alle Dummen ausrotten. Er will ihnen zwar das Wahlrecht entziehen und alles, aber er will sie nicht ausrotten. Das ist sicherlich recht. Ja, ich glaube, Naturwissenschaft beweist das Ganze, vor allem, wir brauchen gar nicht diskutieren, ob das Absicht ist oder Irrtum, ja? Denn allein hier dieser Irrtumsverlauf, die Evolution der gewinnbringenden Irrtümer in der freien sozialen Marktwirtschaft, in der sozialen Marktwirtschaft, das Ludwig Erhard und das Dr. Markus Krall, ist das zwangsläufig. Also es reicht völlig ohne jede böse Absicht, reicht der Irrtum aus, um die halbe Weltbevölkerung zu töten mit Diabetes. Ne? Das ist völlig ausreichend, es braucht gar nichts anderes. Der Irrtum reicht aus, und dann kommt ja immer wieder die Schuld, dann kommt immer wieder dieser Schuldvorwurf, ach die Bösen mit ihrer Profitgier. Nein, das ist ein völliges Missverständnis, das ist ein Profitzwang, kommen wir gleich dazu. Und wir zwingen sie dazu, wir setzen diesen Profitzwang. Es ist unsere Ungebildetheit, die Konzerne unter den Profit Zwang setzt. Ja? Und zwar unter den Zwang, uns krankmachenden Müll zu verkaufen und zu bewerben. Ja? Ja, ohne Wohlfühlstimme haben wir da einfach keine Chance. Ja? Also sozusagen, wie soll sich solch ein teuflisches System wie der freie Markt des Dr. Markus Krall, wie soll sich das jemals umkehren, ohne dass wir durch die Wohlfühlstimme den Armen und Dummen eine Stimme geben? Ja, das ist, und damit aber auch dem Milliardärskönig. Ja, wir müssen immer ganz klar sagen, liebe Milliardärskönige, denken Sie nicht, dass Sie davon unbeeinflusst seien, dass die halbe Welt krank gefüttert wird, ja, dass sie sind davon auch berührt, ja, zum Beispiel auch nur durch die Art, wie der Anbau geschieht. Sie können versuchen, ich versuche mich so gesund wie möglich zu ernähren, das geht aber nicht, weil schon die ganze Struktur, die ganzen Böden sind schon vergiftet, die ganze Struktur des Anbaus, alle Gartenanlagen sind schon verseucht und vergiftet, überall sind Chemikalien, Gifte, Pest und so weiter, alles ist denaturiert. Ja? Oder versorgen Sie sich als Milliardärskönig alle aus geheiligten Böden auf dem Mond, die in Permakultur bewirtschaftet werden oder eben naturbelassen sind und wo Ihre Angestellten dadurch den Garten Eden Lust wandeln und die herrlichsten Früchte, Gemüse, Wildkräuter, Nüsse und so weiter aufsammeln für Sie und dann frisch sofort
rüberbringen vom Mond oder so. Nein, sie sind auch alle liebe Milliardärskönige auf der Erde. Und das, was die Armen vergiftet, das kommt teilweise, mindestens zu Teilen, auch bei ihnen an. Warum sonst werden sie nicht gesund 127 Jahre alt? Warum hat Warren Buffett schon seit vielen Jahren mit Krebs zu tun? Naja, weil das Ganze, dieser ganze Ernährungssondermüll, der eigentlich auf die Giftmülldeponie gehört und ganz teuer entsorgt gehört, weil der auch sie erreicht, liebe Milliardärskönige. Ja? Und von daher also, nur mit der Wohlfühlstimme können sich doch die Verhältnisse umkehren. Ja? Mit der Wohlfühlstimme wird der, der sich hartnäckig weiter irrt und seinen Zuckerkram und Salzkram und sonstigen Kram massenhaft weiter verkaufen will, der rückt dann an diese Stelle des Aussterbenden. Ja? Wenn er wirklich nicht korrigierbar ist und seine Irrtümer bis ins Grab mitnehmen will, sozusagen, dann hat er das Freiheitsrecht dazu. Aber die Wohlfühlstimme zeigt ja, dass alle Kunden, die bei ihm kaufen sozusagen und seine Produkte kaufen, statistisch schlechtere Wohlfühlnotenentwicklungen, Entwicklungskurven aufweisen und schlechtere Gesundheitsdatenkurven aufweisen. Und dadurch werden die Verdienstzuschläge an seine Firma immer kleiner und dann kann er irgendwann den Laden, spätestens sein Urenkel schließt hier den Laden. Ne? Und während die anderen, die um die Wahrheit ringen und sagen, nein, wir müssen jetzt unsere ganze Produktion, wir müssen alles umstellen, wir machen jetzt Gewächshäuser mit den herrlichsten Früchten, wir züchten auf Ursorten zurück, wir kreuzen zurück mit Ursorten, wir gucken, wir experimentieren damit, was die besten Wohlfühlnoten und die besten Gesundheitsdaten bei unseren Kunden hervorbringt, sozusagen rein statistisch, und das wächst in unseren Gewächshausrestaurants, in unseren Supermärkten. Unsere Supermarktleiter werden die Märkte in Gesundheitslandschaften mit Gemüse, Obst, Wildkräutern, Pilzen, Nüssen und so weiter verwandeln. Und die Zulieferer werden unter den Druck gesetzt, wenn wir noch eine Spur an Gift finden. Die werden also ihre Böden entgiften und die werden alles wieder in Naturzustand zurücksetzen und so weiter. Und das Rennen werden vielleicht die Permakulturen machen und so weiter. Ja? Und dafür müssen wir natürlich die Weltbevölkerung insgesamt reduzieren, aber doch menschlich und harmonisch und sanft, ne? Und nicht durch Ausrotten mal eben der armen Amerikaner in Amerika, die jetzt wie die Fliegen angeblich ja sterben. Ja, so viel dazu. Dann spricht Arte, ja, die sprechen halt schon deutliche Worte aus. Da dürfen die Leute Worte aussprechen wie Droge, Zucker. Ne? Das hört man immer wieder mal von Arte, ja, aber das hören sie wahrscheinlich nicht von der deutschen Politik. Ne? Alles würde nach dem Vorbild der Tabakindustrie laufen. Da werden eben die ganzen käuflichen Wissenschaftler unserer Universitäten als Pseudowissenschaftler herangezogen, um dann zu beweisen, dass Tabak unschädlich ist, und jetzt wird bewiesen, dass Zucker unschädlich ist und das als. Das ist die berühmte Studienschlagerei von Anne Will, dass das alles unschädlich ist und so weiter. Ja, und dann eben, das habe ich eben schon mal erwähnt, so dieser neoliberalistische Standpunkt, so die Ideologie, die Fans von Dr. Markus Krall hier auch im Internet immer wieder vertreten, soweit ich das denn aus den mir zugemailten Kommentarversuchen sozusagen dieser Neoliberalen sozusagen ernehmen kann, ist doch so quasi, ja, diese dummen, armen Familien sollen doch selbst entscheiden, was sie ihren Kindern geben. Das ist doch die Freiheit. Freiheit für Profite auf Kosten der Gesundheit der Menschen ist doch okay. Ja, wenn die zu dumm sind, sich zu gegen die Werbepropaganda, gegen die Werbelügen, die Werbeirreführung, sozusagen die Werbeirrtümer, müssen wir ja sagen. Wir gehen mal davon aus, dass auch die Werbefirmen glauben, was sie da veröffentlichen, ja.
Denn man kann ja nicht erfolgreich eine Werbefirma betreiben, wenn man wirklich anderer Meinung ist, ne? Sondern die, die der gleichen Meinung sind, die machen dann auch die die Werbefirmen, und die glauben wahrscheinlich diese Irrtümer auch. Und ja, und dann eben ist es eben, ja, und diese Entscheidungsfreiheit des Dr. Markus Krall, ja, ja, jetzt thematisieren doch Sie doch mal das Thema der Entscheidungsfreiheit für Heroinsüchtige. Ja, das ist alles Wunschdenken, ja. Wir müssen doch jemanden, einem Menschen, der jetzt erfolgreich 3, 4, 5, 6 Jahre alt geworden ist und also irgendwie doch fürs Leben bestimmt ist und eine eigene Persönlichkeit, eine eigene Geschichte entwickelt hat, dem müssen wir doch ein gesundes, glückliches Leben ermöglichen bis 127 Jahre, indem wir ihn von aller Vergiftungstendenz, von allen Unwahrheiten, Irrtümern doch durchaus fernhalten, weil er sich alleine dagegen nicht wehren kann. Und das geht halt nur darüber, über die Wohlfühlstimme. Und die zeigt sich ja, dass die Menschen das können. Denn die Menschen können, das wird ja aus Chile geschildert, dass die mit einer Ampel sogar die dummen Kinder ganz easy umgehen können. Die sagen, Mama, da sind doch 4 Warnzeichen drauf, das dürfen wir doch nicht kaufen und so weiter. Ja? Und genauso können auch die Kinder sagen, ja, also ich habe jetzt hier so schmerzende Kniegelenke, weil ich so 300 Kilo wiege, da gebe ich doch eine schlechtere Wohlfühlnote ab. Das kriegen die auch hin, und das kriegen auch die Einfachsten in der Gesellschaft hin, und das lenkt dann die gesamte Wirtschaft in Richtung Gesundheitsförderlichkeit. Ne? Ja. Und also was halt auffällt bei der Arte-Sendung, ist immer wieder dieses Feindbild. Also auch da ist immer so, als ob das Linksextreme salonfähig sei, aber das Vernünftige nicht. Ne? Also das Vernünftige, Mittige nicht. Ne? Das Naturwissenschaftliche nicht, aber immer wieder dieses Feindbild, die böse Industrie sozusagen. Nein, wir tragen die Verantwortung für diese freie soziale Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall haben. Ja, ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben ihre Vorfahren geschrien, Vorsicht, Alarm, dieser freie Markt kann uns alle umbringen. Die Leute, die sich irren, profitieren ja mehr, die manipulieren uns, die zerstören unser Leben, die zerstören unsere Gesundheit und so weiter. Die freie Marktwirtschaft, die soziale Marktwirtschaft zerstört unser aller Leben, unser aller Gesundheit. Haben ihre Vorfahren das geschrien? Nein, haben sie nicht, ja? Sondern sie haben alle mitgemacht. Wir sind alle auf den freien Markt reingefallen. Wir sind auf diese Erfindung reingefallen. Genau genommen ist es ganz albern. Die letzten 400.000 Jahre sind ja nur ein Wimpernschlag im Verlauf der Evolution der letzten 13,8 Milliarden Jahre dieses Universums. Ja, das ist ja nur ein Wimpernschlag. Und wir haben also in einem Wimpernschlag haben wir den freien Markt, die soziale Marktwirtschaft, den Kapitalismus erfunden, und jetzt bluten wir dafür halt seit 400.000 Jahren, und jetzt wird es Zeit, dass entweder kommen wir da raus oder wir werden ein Leiden ohne Ende haben. Dann zeigt sich das Leben letztendlich nicht für geeignet ist. Leben führt am Ende immer wieder zu einem Lebewesen, das den freien Markt erfindet und damit eine Leidensgeschichte ohne Ende hervorruft, aus der sie nicht mehr herauskommt. Ja? Denn wenn die Intelligenz der Menschheit jetzt nicht ausreicht, die nextscientistsforfuture.de zu verstehen, und die Wohlfühlstimme einzuführen, zumindest mal das als erste von 20 Reformen, ja, dann wird da nichts mehr passieren. Dann zeigt sich, dass also sozusagen das Lebendige einfach nichts taugt. Ja? Das würde bedeuten, Leben taugt einfach nicht. Ja?
Weil Leben führt am Ende immer zu irgendwelchen Lebewesen, die Hände haben, weil die auf Bäumen sehr praktisch sind und so weiter und zum Pflücken von Pflanzen und so weiter. Und diese Hände und Gehirne zusammen werden wieder irgendwann die Erfindung des freien Marktes tätigen, der sozialen Marktwirtschaft. Und schon werden wir wieder alle im Elend, in Kriegen, in Leid und allem stecken. Ja? Ruckzuck wird der Pazifismus vergessen und wir sind wieder alle im Krieg und die Zahlen sind ja hammerhaft. Ich glaube, das wurde sowas genannt, wie dass ein Drittel der Menschheit irgendwie in Bälde in einigen Jahren fettleibig sein wird und so weiter. Ja? Also das heißt, das würde dann bedeuten, Leben ist ein untaugliches Geschichte. Zumindest unsere DNS ist untauglich, weil sie immer wieder dazu führt, dass der freie Markt erfunden wird. Das führt dann zu einem Rückgang der Intelligenz. Also wir haben ja jetzt schon hier die Evolution der Gehirne. Wir hatten ja vor angeblich, keine Ahnung, ob es stimmt, einige Wissenschaftler behaupten ja, dass wir vor 40.000 Jahren 1500 Milliliter Gehirnvolumen hatten, also deutlich intelligenter waren als jetzt und dass durch die freie soziale Marktwirtschaft, durch den freien Markt, die soziale Marktwirtschaft, den freien Markt, dass Dr. Markus Krall in den letzten 40.000 Jahren wir 150 Milliliter Gehirnvolumen und damit Intelligenz eingebüßt haben und jetzt nur noch 1350 Milliliter durchschnittliches Gehirnvolumen haben, angeblich schwanken zwischen etwa 2 und 1 Liter. 900 Milliliter genauer genommen wurde genannt, 900 bis 2 Liter Gehirnvolumen. Also hier die Leute haben wahrscheinlich eher tendenziell 2 Liter Gehirne und die hier haben tendenziell als Erwachsene eher 900 Milliliter Gehirne. Ne? Und tendenziell, ne? Das ist nicht 1:1 die Korrelation. Ne? Das bedeutet eben, da die freie soziale Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall also die Intelligenz der Menschheit Schritt für Schritt reduziert, kommt sie aus der Falle des freien Marktes ja nicht mehr raus. Wie soll sie rauskommen, wenn sie nicht durchschaut, dass der freie Markt gefährlich und schädlich ist? Ja? Das ist das Dilemma, in dem die Menschheit steckt. Ja? Und das kann natürlich sein, dass wir am Schluss zu dem Schluss kommen müssen. Generell ist Leben nichts Gutes. Es führt am Ende, es läuft ja, Leben läuft ja eine Evolution, die schon aus sehr viel Leid besteht. Denken wir nur an Raubtiere und deren Opfer und denken wir an all die Rivalenkämpfe unter Tieren, die sehr schmerzhaft und blutig verlaufen und so weiter, wo auch viele getötet werden und so weiter. Also die Natur vor den Hominiden und vor den Bonobos und so weiter, war ja schon sehr grausam und sehr kriegerisch, also nicht kriegerisch in dem Sinne, aber gewalttätig, sehr, sehr aggressionsbehaftet und so weiter, weil primitive Organismen eben auch primitive Mittel benutzen. Ja, Schluck Wasser, sorry. Aber dann... Und jetzt waren wir eigentlich raus aus dem Mist. Vor 400.000 Jahren waren wir eigentlich raus aus all dem Mist. Wir waren pazifistisch geworden, hochsozial, hochkooperativ, hochintelligent und so weiter. Und dann erfinden wir die freie soziale Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall damals in ihrer Vorform, den Tauschhandel, ja, und damit die freie Marktsituation sozusagen, egal ob es großer Markt ist oder nur zwei Personen sind, die miteinander interagieren, das spielt keine Rolle. Und seitdem geht es nur noch bergab und seitdem haben wir Kriege, Leiden und alles. Ja, sind wir sozusagen wieder total im Elend drin und dadurch, dass die Intelligenz sinkt, also sozusagen der durchschnittlich der Menschheit, kann es sein, dass wir am Schluss zu dem Schluss kommen müssten, Leben ist einfach was Falsches. Ja, Leben, wir können ruhig alles Leben auf der Erde auslöschen, weil es ist wertlos, es führt immer wieder zu Leid, es läuft jetzt da, wo es
wie bei den Bonobos so ein bisschen, wo man sieht, ah, jetzt sind wir so ziemlich aus dem Leiden raus, ja, jetzt haben wir hier glückliche Kommunen, ja, glückliche Bonobo-Kommunen halbwegs mit relativ wenig Leid in den Kommunen. Und plumps kommt automatisch die Erfindung des freien Marktes von Dr. Markus Krall, dem Chefideologen des freien Marktes, und schon ist wieder alles, was mal glücklich war, wieder weg und wird zerstört. Und dann, wozu braucht dann das Universum Leben? Dann ist Leben wertlos. Ja, und dann könnte man sich auch entscheiden, sich einfach zu verabschieden. Aber solange das noch nicht geklärt ist, ob die Menschheit diese Kurve hin, weg von der freien Marktwirtschaft, von der sozialen Marktwirtschaft, weg vom Kapitalismus, ob sie diese Kurve, das ist halt so spannend, ob sie diese Kurve noch packt, ja? Und deswegen mache ich weiter, ja? Also denn an sich könnte es sein, dass eigentlich das Ergebnis ist, nein. Leben führt immer wieder in diese Sackgasse. Bonobo-ähnliches Leben vor 400.000 Jahren mit viel größeren Gehirnen, viel pazifistischer als die Bonobos, noch viel friedlicher, noch viel sozialer, noch viel liebevoller, noch viel kooperativer. Kommunistisches Leben vor 400.000 Jahren. Aber dann erfinden diese Menschen unglücklicherweise die freie Marktwirtschaft, die soziale Marktwirtschaft, den Kapitalismus. Und dann ist alles wieder ruiniert und das ganze Unglück nimmt seinen Lauf. Ja, und von daher, ja, Leben ist vielleicht einfach eine nicht funktionierende Sache, eine wertlose Sache. Sie geschieht einfach, ja. Aber genauso wie so eine Supernova, ja, so ein Stern existiert, ja, und dann kommt es zu einer Supernova oder irgendwas Ähnlichem und dann ist dieser Stern total zerstört und zersplittert in seine Einzelteile. Also irgendwie, genauso wie das Universum schon nichts ist, was irgendwas erhält, sondern alles zerstört, ist vielleicht Leben auch nur ein Zerstörungsprozess und ein wertloser Prozess. Ne? Vielleicht ist Leben generell eben wertlos. Vielleicht ist das Endergebnis der Naturwissenschaft. Ja? Denn immer wieder wird es zu Händen kommen, zu Gehirnen kommen und zur Erfindung des freien Marktes. Und schon ist wieder alles, was an Glück gewonnen war in der Evolution, ist wieder weg. Ne? Und das ist vielleicht unser Schicksal. Ja, ja, kurz zu Ende hier im Text. Also, wir alle tragen die Verantwortung für die freie Marktwirtschaft, die soziale Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall. Ne? Ja, und dann in Mexiko, da wird geschildert, Mexiko und Chile werden geschildert in ihrer kleinen Unterschiedlichkeit. Also als dann die Industrie gesehen hat, naja gut, so richtige Milliardenzuwächse haben wir in USA und Europa nicht mehr, dann ist die ganze Zuckerindustrie und Süßgetränkeindustrie und so weiter, all das hat dann seinen großen Werbestart gemacht in Mexiko. Und dann waren riesige Prozentsätze, die Gemüsekäufe und Obstkäufe gingen drastisch zurück in Mexiko. Die Süßgetränke gingen drastisch in den Prozentzahlen dessen, was gekauft wurde, nach oben. Ja. Und eine Frau sagt, unser Gaumen und unsere Ernährung wurden kolonialisiert, also der neue Kolonialismus. Ne? Ja. Und dann ein Liter Wasser kostet wohl in Mexiko mehr angeblich als ein Liter Süßgetränk oder ein Liter Bier. Ne? Und das ist natürlich der Hammer. Ne? Ich hoffe, dass das Leitungswasser, das ich gerade trinke, überhaupt relativ ungiftig ist. Ja? Das ist ja das Verrückte, dass sogar unser Wasser vergiftet ist. Gell? Schluck Wasser, sorry. Das journalistische Geschäft. Ja, und das ist halt wieder, aber
noch einmal zur Erinnerung, das journalistische Geschäft mit dem Jammern und Klagen, das ist natürlich bei Arte auch drin, trotz aller Aufklärung, die diese Sendung beinhaltet. Es ist das journalistische Geschäft mit dem Jammern und Klagen, bloß keine Problemlösung, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Denn dann wäre ja das journalistische Geschäft für die Journalisten wieder weg. Ne? Und so hat der Kapitalismus, vergiftet alles. Der vergiftet sogar den besten Aufklärer, die beste aufklärerische Sendung wird eigentlich dadurch vergiftet, dass es bei dem Jammern und Klagen bleibt und alle Problemlösungen eben nicht berichtet werden. Ja? Sonst müsste doch dieser Arte-Bericht, die am Ende die Next Scientists for Future.de interviewen, die Professorinnen und Professoren, und dort das Lösungsmodell kennenlernen. Wohlfühlstimme, Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege. Warum heißt die Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege? Ja, weil eben das gesamte Ernährungssystem neue Lenkung braucht, neue Planung braucht, sozusagen neue planwirtschaftliche, gesunde Lenkung Richtung Gesundheitsförderung, Langlebigkeit und Wohlfühlenverbesserung. Ja? Also eine echte Gemeinwohlorientiertheit, im Gegensatz zur Gemeinwohlökonomie von Christian Felber, die dieses Problem ja gar nicht behebt. Ja? Sondern die auch nur eine Fassadenwischerei ist, ne, eine Augenwischerei ist. Also nicht Profitgier, es wird immer wieder in dem Bericht auch von Profitgier gesprochen. Nein, es ist ein Profitzwang. Was sollen denn die, wenn einmal der freie Markt erfunden ist, was soll denn sich evaluieren? Ja, wenn doch der gesunde Produkte anbietet, gar keine Marktchance hat, weil der hier mit seiner Werbemacht die Gehirne der Massen wäscht und die kaufen ihm seine billigst Chemieprodukte ab und Zuckerprodukte ab sozusagen, dann muss der doch seinen Laden schließen, weil er damit einfach nicht konkurrieren kann. Er kann die Ladenmiete nicht mehr bezahlen. Gucken, die Leute, die Läden, die Supermärkte, die sowas bezahlen, sind bereit für, was weiß ich, 100 Quadratmeter, was weiß ich, sagen wir mal 5.000 Euro Miete zu bezahlen an Ladengeschäft oder sagen wir 3.000 Euro Miete für ein Ladengeschäft zu zahlen. Aber der macht ja gar nicht genug Umsatz, um überhaupt 3.000 Euro im Monat allein für die Miete aufbringen zu können. Ja? Also deswegen kann der gar keinen Laden mehr wirtschaftlich betreiben. Also sobald wir einmal den freien Markt des Dr. Markus Krall und die soziale Marktwirtschaft erfunden haben, die ja der Christian Felber mit seiner Gemeinwohlökonomie ja auch nicht beenden will, solange haben wir keine Chance. Und dann kommt auch wieder Chile. Wie haben die sich versucht zu wehren? Ja? Also einerseits kommt ja immer wieder das Thema auch einer, in Chile hat man es versucht, auch wieder ohne das Kernproblem anzugehen, mit so einer Art Ampeln, ja, Gift, so wie bei Zigarettenwerbung, dieses Lebensmittel ist tödlich, ja, und so weiter, und das mit roten Warnzeichen und so weiter. Und das funktioniert halbwegs, das bringt immerhin schon mal ein bisschen was. Aber wollen wir immer nur ein bisschen Lösung oder wollen wir das ein für alle Mal richtig lösen? Ja? Also warum wollen wir denn eigentlich immer alles nur so ein bisschen angehen? Ja? Das Problem ist wissenschaftlich, es ist keine Lösung mit den Ampeln, weil mit den Ampeln, da gibt es irgendwelche Leute, die beurteilen und sagen, ja, dieses Produkt hat so und so viel Zucker drin. Ja, was macht dann die Chemie? Sie macht Süßstoffe rein, die noch gesundheitsschädlicher sind als der Zucker. Ja, oder sie erfindet ganz neue Varianten von süßenden Stoffen oder geschmacksverbessernden Stoffen, die eben nicht Zucker sind, und schon kriegt das Produkt wieder keine rote Ampel. Ja? Aber das Gesamtprodukt ist für die Menschen noch giftiger geworden als vorher. Ja? Und deswegen gibt es doch nur eine Lösung. Es ist doch ganz einfach, man muss doch am Endergebnis messen. Ich kann doch nicht immer hingehen und hinter Milliarden Zusatzstoffen hinterher
forschen und hinterher forschen, was in Kosmetik alles an Giften drin ist und so weiter. Ich kann doch nicht immer an den einzelnen Stoffen rumforschen, ja? Sondern ich muss doch als Staat hingehen und angucken, entwickeln sich die Bürger einschließlich unserer geliebten Milliardärskönige. Leben die länger als vorher? Leben die glücklicher und leben die gesünder als vorher? Und danach müssen doch die Verdienstzuschläge an die verschiedenen Firmen bemessen sein. Ja? Also die Krankenkassen müssen doch von Staats wegen dazu gebracht werden, dass sie meinem Hausarzt nur dann einen Verdienstzuschlag für mich ausschütten darf, wenn sich meine Wohlfühlstimmenkurve positiv entwickelt und meine Gesundheitskostendaten sich besser entwickeln, als bei meiner familiären Vorgeschichte statistisch zu erwarten gewesen wäre. Und dann werden wir sehen, wie wunderbar die Ärzte Gesundheitskommunen aufbauen, ein kommunistisches Entertainment-Programm machen, in dem die Leute alles tun können, was gesundes Leben bedeutet und Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten und so weiter. Also ein volles, kostenloses Programm für alle ihre Versicherten, wie man gesünder lebt. Und dann werden sich die erfolgreichsten Kommunen, Hausärztekommunen durchsetzen und so weiter. Und das wird alles staatlich veröffentlicht, welche Werte welche Kommune hat und so weiter, wie sich dort die Menschen entwickeln. Und es wird natürlich einen Run geben auf die besten Kommunen und die besten Hausärzte und so weiter. Ja? Und das lenkt die gesamte Wirtschaft sozusagen in Menschenfreundlichkeit. Und liebe Milliardärskönige, kämpfen Sie dafür. Nehmen Sie sofort Kontakt auf zu den nextscientistforfuture.de, denn nur so können Sie kerngesund 127 Jahre alt werden und total viel glücklicher werden, als Sie jemals in Ihrem Leben waren. Denn wie gesagt, dieses Video kann nicht alles erklären. Es sind 4 Homepages, es sind sozusagen über 420 Videos haben wir heute, ja. Also Sendungen, Internetsendungen und so weiter. Und in der Summe aller wird erklärt, warum sie so viel glücklicher werden können. Und denken Sie an Ihre Kinder und Enkelkinder, die auch alle viel länger leben können, viel gesünder leben können und viel glücklicher leben können. Ja, ja, die Sendung von Arte endet mit: Ja, es muss irgendwie, wir müssen alles komplett neu erfinden. Und da haben Sie vollkommen recht. Nur das Dilemma ist, schon seit dem 20. August 2018, den Tag, als Greta Thunberg ihren ersten Schulstreik fürs Klimaschutz gemacht hat in Stockholm, ungefähr seit diesem Tag sind die nextscientistforfuture.de und der Weltrat der Weisen da mit ihrem Komplettlösungsprogramm, der Komplettreform, angeboten, einen Staat der Erde kostenlos total umzubauen in eine gesunde, glückliche und wirtschaftlich extrem erfolgreiche Gesellschaft mit, zum Beispiel in Deutschland würde das bedeuten, ein dauerhaftes Wirtschaftswunder für Deutschland von 500 Milliarden Euro pro Jahr, weil es gibt nichts Teureres als, wie von Arte beschrieben, die gesamte Gesellschaft krank zu füttern und dann mit Milliarden, mit 375 Milliarden pro Jahr, dann an ihnen rumzubehandeln. Denn es ist ja nicht so, dass sie gesund gemacht würden, sondern an ihnen wird
für 375 Milliarden pro Jahr rumbehandelt. Das sind alles gesellschaftliche Totalverluste. Also die freie Marktwirtschaft, die soziale Marktwirtschaft ist das verschwenderischste System, das man sich vorstellen kann, außer vielleicht der Stalinismus, also diese linksextremistischen Konzepte, Stalinismus, Maoismus, Nationalsozialismus und so weiter. Die sind sicherlich noch kränker, diese Systeme. Aber nach Stalinismus und Maoismus und Nationalsozialismus kommt direkt die freie Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, und die soziale Marktwirtschaft, das Ludwig Erhard, die zwei nach dem Stalinismus teuflischsten Systeme der Welt, ja, die man sich vorstellen kann und die naturwissenschaftlich durch nichts zu rechtfertigen sind. Ne? Ja. So, weiter geht's mit Bill Gates, ja, in unseren Nachrichten, in unseren News. Schluck Wasser, sorry. Bill Gates, ja, also da der Ernst Wolf mit 2F, ja, auch wieder, allerdings auch wieder mit so einem leicht aggressiven Unterton und so vorwurfsvoll. Warum? Das ist doch alles unser System. Wir haben doch die freie soziale Marktwirtschaft geschaffen. Wir haben doch die soziale Marktwirtschaft, das Ludwig Erhard, zugelassen. Ne? Also wir alle haben doch den Kapitalismus gemacht. Wir sind doch der Kapitalismus. Ja? Auch die ganzen Linksextremisten sind doch der Kapitalismus. Sie sind doch Feind, immer dieses Feindbild und diese Feindbildbehaftetheit. Ne? Immer diese Verschwörungstheorie von links und von rechts. Ja? Immer sind es böse Menschen. Nein, der freie Markt, alle Zerstörung der Menschheit geht ganz auch ohne böse Absichten, sondern nur durch Irrtümer. Sie können mit Irrtümern die ganze Menschheit quälen. Ja? Irrtümer reichen völlig aus. Sieht man jetzt ja auch an dieser Corona-Geschichte. Ne? Da reichen doch Irrtümer aus. Ja? Ja, und Ernst Wolf sagt eben, ja, also Bill Gates, Stiftungen würden generell seien das nur Steuersparmodelle. Das seien also keineswegs mildtätige Geschichten. Ich hatte auch den Eindruck, dass Stiftungen nichts Seriöses sind. Es geht dann nur um Steuersparmodelle angeblich für sehr Reiche, ja. Und Bill Gates verfolge einerseits Milliardengeschäfte eben über Impfungen, ja, und sei da entsprechend beteiligt finanziell. Und er verfolge auch noch die Bargeldabschaffung, weil ja Microsoft natürlich oder also dieses mit elektronischem Geld natürlich viel besser verdienen kann als mit Bargeld, ne, und so weiter. Und angeblich gehe es Bill Gates ja nur um noch mehr Profit. Er hätte also nicht schon genug, sondern er wolle einfach noch mehr verdienen. Ne? Aber vielleicht ist es anders. Vielleicht irrt sich Bill Gates einfach nur und deswegen macht er so schädliche Sachen. Ne? Und ja. Ja, und dann sagt er so Dinge, Ernst Wolf, ja, sagt solche Dinge wie: Deutschland hat Italien und Griechenland genötigt, das Gesundheitssystem zusammenzusparen, also im Sinne dieser Sparpolitik, ja, für die Unterstützung aus Europa und so weiter. Und deswegen haben die jetzt mit so einer Kleinigkeit wie Corona dann jetzt gewisse Probleme, ja, weil man sie genötigt hat, ihr Gesundheitssystem gnadenlos zusammenzusparen. Ganz unabhängig von der Frage, dass dieses Gesundheitssystem, wie wir es ja in Europa und weltweit haben, ja generell schädlich ist. Ne? Ja, und wir haben ja eben sowieso eine Überdiagnostik des Profites wegen, ja, und so weiter, ja. Ernst Wolf spricht auch von Casino-Kapitalismus, ja. Ja, soweit Ernst Wolf. Und jetzt schwedische... Interessante Idee ist aufgetaucht. Ich habe ja so gesagt, weil man sollte die Journalisten müssten jetzt ja eigentlich alle über Schweden herfallen und über Weißrussland, über Island und andere Länder, die weniger Maßnahmen gemacht haben als wir.
Dann müssten doch so Umfragen, ja, ist denn in Ihrem Bekanntenkreis, sind denn mehr gestorben als im letzten Winter, im vorletzten Winter und so weiter, ja, und so weiter. Nee, man könnte ja auch die schwedischen Sterbeannoncen der Zeitungen untersuchen und vergleichen mit den gleichen Zeiträumen letztes Jahr, vorletztes Jahr und vor allem in dem schlimmen, soll ja 2017, 18 ein relativ starker Grippewinter gewesen sein, ja. Da müssten jetzt mehr eigentlich dann in Schweden viel mehr Sterbeannoncen auftauchen, ja. Und da ja angeblich nicht nur die Alten sterben und also die Vorerkrankungen, die mit den vielen Vorerkrankungen, müssten da ja auch viele Sterbeannoncen von sehr jungen Leuten dabei sein und so weiter. Ja, ist wohl nicht, ne? Sonst hätten sich die ganzen Journalisten schon da drauf gestürzt und hätten damit bewiesen, nein, unsere deutschen Politiker und wir deutschen Journalisten hatten recht mit unseren Maßnahmen. Während ja Bodo Schiffmann als Arzt ja ganz klar geäußert hat, daran hat auch seine 29. Sendung jetzt im Internet nichts geändert, dass er ganz klar sagt, ja, Schweden hat uns doch schon bewiesen, dass unsere Maßnahmen alle völlig überflüssig und völlig unnötig waren. Wir hätten gerade mal allerhöchstens so viel machen dürfen wie die Schweden, die Gefährdeten, die sozusagen die gefährdeten Personen schützen und ansonsten das Leben ganz normal weitergehen lassen. Ja, und wie gesagt, und schleunigst die alle Reformen der Next Scientist for Future.de umsetzen. Tschüssi, so viel zur ersten wissenschaftlichen Tagesschau vom 18.04.20. Tschüssi.